Willkommen zurück zu Gothic, zu einer neuen Folge, die ich diesmal zum zweiten Mal aufnehme, weil mir da unten drin das Spiel abgestürzt ist und ich danach gemerkt habe, dass sowieso das Mikrofon aus war. genau, ihr habt nicht viel verpasst, es waren nur 2-3 Minuten. Letzten Endes habe ich nur erzählt, dass ich zuerst unten rumgehen will. Weil oben zwei Gänge sind und ich nicht von zwei Seiten gleichzeitig angegriffen werden will, oder zumindest noch nicht, und deswegen zuerst unten rumgehen will. Genau, und dann bin ich hier hin und dann ist das Spiel abgestürzt. Aber jetzt scheint es zu funktionieren. Keine Ahnung, was es gerade war. Da hängen Skelette von der Decke runter. Alles voller Minecrawler-Schleim. Oh, und voller Minecrawler auch. Blutschneide, das könnte eine Waffe sein. Na, komm her. Na, sehr gut. Einer weniger. Ich weiß nicht, die Zangen, kann ich die nicht ausschlürfen, um irgendwie Mana zu regenerieren oder so? War da nicht was? Oder waren die nur für die Tränke gedacht? Also, nee, klar, mit den Panzerplatten kann ich nichts anstellen. Crawlerzangen? Nee, okay. Ich meine, das geht. Wahrscheinlich geht es dann im zweiten Teil. In Gothic 2, dass man diese Crawlerzangen ausschlürft. Ach, ich spoiler viel zu viel Gothic 2. Ihr müsst es selber gucken. Am besten natürlich bei mir. Fackeln nicht wirklich her jetzt. Was haben wir da oben? Wow, ein Ork! Was? Was zur Hölle? Ich dachte. Ach so, Wächter, Tempelwächter, natürlich, ja klar. Der ist mir aber zu dunkel. Ich sehe nichts mehr. Hallo, Tempelwächter. Ah. Okay, alles gut, er hat nichts dabei, scheint mir. Und, meine Güte, bevor ich da jetzt weitermache, schnapp ich mir doch einfach mal einen Schinken. Oh, ah, da wird's dunkel. Da kommt ein Skelett. Verdammt. Boah, war das gerade gruselig. Hab ich mich gerade erschrocken. Und das alles nur, weil die Fackel dunkel wird, wenn man was isst. Ich habe sogar weniger Lebenspunkte als davor. Als vor dem Essen. Ist da noch ein Skelett? Was haben wir denn hier oben? Ja, ein Skelett. Ey! Du Sau! Skelett! Skelett-Sau. Sau-Skelett? Keine Ahnung. Naja, das ist eigentlich eine Beleidigung für Schweine. Schweine sind süße kleine Tiere. Die sind eigentlich keine Beleidigung für andere. Ich sollte lieber sagen, keine Ahnung. Das wäre eine angemessene Beleidigung für ein Skelett. Ich weiß es nicht. Ork? oder nein, ich hab's gedisst. Uah, verdammt, jetzt muss ich aber endgültig hier weg. Nein, ich muss hier weg. Ich wollte da oben im Licht was futtern, sobald ich in Sicherheit bin, aber die Sicherheit, die habe ich nicht gekriegt. Und jetzt bin ich fast tot und deswegen muss ich jetzt weg. Tschüss, Ork. Ja, keine Sorge, ich komme wieder, ich werde dich besiegen. Wir werden kämpfen, ich werde gewinnen, aber nicht jetzt. Man muss Prioritäten setzen. So, bevor ich wieder den Fehler mache, hier irgendwo im Dunkeln zu sein und von einem Skelett überrascht zu werden, gehe ich jetzt hier hin. Wo ja eigentlich keines mehr sein sollte. Es sei denn vielleicht von da oben. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Gut, dann kann ich mich ja jetzt in Ruhe... In Ruhe... meinen Äpfel widmen. So, das mit dem Wasser spare ich mir. Ich futter mal den Pilz in der. Ich weiß nicht, ob ich wieder unten rumgehe. Ich glaube, ich komme da sowieso nur an der gleichen Stelle raus. Ich weiß es nicht. Boah, was ich alles dabei habe, ey. Ich fange mal unten an bei den. Die Sachen, von denen ich wenige habe. So ein Bergmoos. Und dann Beere. Bin ich voll? Ja, ich bin voll. Okay, gut. Super. Dann
Speichere ich nochmal kurz. Und ja, ich bin ein bisschen paranoid, was das Speichersystem angeht. Ich habe einfach viel zu viel Probleme damit gehabt, irgendwelche Speicherstände nicht mehr laden zu können. In diesem Spiel, in Gothic. Nicht generell. Boah, so viel auf einmal. Eins weniger. Ich versuche die mal irgendwie so ein bisschen längs zu ziehen. In der Hoffnung, dass ich dann nur weniger auf einmal gegen mich habe. Ja, so viel dazu. Wen soll ich zuerst ausschalten? Die starken Krieger oder die schwachen Speer? Die Speer kriege ich schneller klein. Die Krieger machen mir aber mehr Schaden. Ich weiß nicht. Oder normales Skelett zuerst? Keine Ahnung. Oder ich mache einfach wild durcheinander, zumal ich es eh nicht steuern kann, wen ich gerade anvisiere. Ich könnte auch versuchen, die am nächsten bei mir stehen, immer zuerst anzugreifen. Weil die diejenigen sind, die mir Schaden machen können. Ich glaube, das wäre am sinnvollsten. Also einfach so, so wie ich es bisher mache. Immer schön im Kreis drehen. Und wenn ich was anvisiere, dann einfach draufhauen. Ich glaube, das ist das Klügste. Alles andere ist viel zu viel Aufwand. Und wisst ihr was? Es ist mir jetzt egal, was für Waffen die dabei haben. So, ich brauche 50, 40, 30, 6 Lebenspunkte noch. Ja, hier, komm. Ist okay. Noch eine speichern. Führt das in die gleiche Höhle da drüben? Müsste ja eigentlich, so wie das aussieht. Ja, ja, das ist das Gleiche. Und hier rechts unten vermute ich dann die Absteige, in der ich gerade war. Genau. Genau, so habe ich mir das gedacht. Dass das letzten Endes alles nur zum gleichen Raum führt. Was ich allerdings nicht weiß, ist, wo ich dann da weiter rechts hochgeklettert war. Oh, ein Skelettmagier. Nein! Ich wollte gerade sagen, oh, ein toter Skelettmagier. Weil der erste Schlag über die Hälfte an Lebensenergie abgezogen hat. Aber der zweite war dann irgendwie nicht mehr so stark. 16 Lebenspunkte fehlen mir. Ich könnte 15, 14, 24. Wie kriege ich 16? Was billigst du denn? 20? Dann nehme ich 20. Oder halt mit einem fehlenden. Aber nee, das wäre ärgerlich. Das wäre sehr dumm. Also auf den einen Lebenspunkt kommt es wahrscheinlich nicht an. Aber wenn ich nachher mit einem einzelnen Lebenspunkt irgendwo rumstehe, ja, dann sage ich euch, siehste, gut, dass ich darauf nicht, dass ich hierbei nicht unnötig geizig war. Oh oh. Ich habe Angst, ich speichere. Guten Tag, möchten Sie reden? Möchten Sie wohl nicht, ne? Herr Tempelwächter? Sieht nicht so aus, ja, alles klar. Überzeugt, wir wollen kämpfen. Eine schöne Arena haben Sie hier. Was kriegt der Gewinner? Oh, 250 Erfahrung. Das wäre aber nicht nötig gewesen. Und ich bin noch nicht mal verletzt. Ich will ja nicht sagen, ich bin gut, aber hey, ich bin gut. Fackel? Fackel? Fackel. Ist doch richtig gesehen, ne? Da ist ein Gang. Okay, nee, kein Gang, aber so eine kleine Alkove. Und apropos, ich habe einen Spetterschlag, das ist doch eine Waffe. Ich habe doch vorhin schon eine Waffe gefunden, in der letzten Folge, glaube ich. Kriegerstimme ist nach wie vor die stärkste. Ah, Blutschneide, okay, mit 85. Auch eine relativ starke. Und ein Schmetterschlag mit 80, auch nicht zu verachten. Aber gegen meine Kriegerstimme mit 96 kommen beide nicht an. Ah, zwei Schalter. Okay. Was genau habe ich jetzt getan? Was zur Hölle? Also ich bin schon tot. Aber interessant, was sich hier alles tut.
bin ich tot mit 0 Lebenspunkten. Aber mir scheint, das Spiel kapiert das irgendwie nicht. Ich lade mal. Das war wohl gerade wieder irgend so ein Bug. Ja, komm hier. Kennen wir ja alles schon. Och, Junge! Jetzt hat er mir auch noch Schaden gemacht, die Sau. Ah, das gibt's doch nicht. Ich frage mich, wie die Decke funktioniert, weil da ja so ein Stein im Weg ist. Wie das wohl funktioniert. So, ich brauche 85 Lebenspunkte. Wisst ihr was? Ist mir jetzt vollkommen egal. Ich trinke jetzt 2 von denen. So. Ist doch egal. Habe ich mir ja selber zu Ne, also ich bin selber dran schuld. Okay. Der öffnet die Tür. Interessant. Jetzt wüsste ich aber gerne, ob ich dem entkommen kann. Und wenn ja, was dann passiert? Ich vermute ja, dass ich hier drin mich verstecken könnte. Und gleichzeitig vermute ich, dass das jetzt... Ah ja, doch, okay, funktioniert noch. Ach, dann fährt es wieder hoch. Okay. Das mit dem Stein da in der Ecke. Das funktioniert wohl einfach so. Alles klar. Keine weiteren Fragen, euer Ehren. So, was habe ich jetzt alles gemacht? Ach ja, ich habe da drüben, glaube ich, was freigeschaltet. Und eventuell auch hier. Ganz schön komplex, dieser Tempel. Ich würde sagen, beim nächsten Mal schaue ich mich dann weiter um. Und ihr dürft natürlich gerne wieder dabei sein. In diesem Sinne, vielen Dank dafür, dass ihr jetzt auch schon dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.